Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, hey! Hey! Was kann es Schöneres geben? Die schwarz-gelbe Welt, sie muss doch perfekt sein. Borussia Dortmund ist weiterhin souveräner, ungeschlagener Tabellenführer. 22 Punkte vor dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen und eben mal wieder Derby-Sieger. 2:1 auf Schalke, Balsam für die Dortmunder Seele. Entschuldigung, wir kommen gerade in die Tränen, aber das kann man nicht beschreiben, weil wir haben die letzten 2 Jahre so scheiße gespielt. Und dann auch noch die beiden Spiele gegen die total verkackt. Und also kann ich nicht beschreiben. Also schon sehr viel Genugtuung dabei. Klar, dieser Derby-Sieg. Aber wenn du den Derby-Sieg auf die ganze Saison berechnest, kann das heute echt ein Meilenstein gewesen sein. Es ist ein kleiner Traum. Hätte mir einer gesagt, dass wir vor der Saison, dass wir 9 Punkte vor den FC Bayern, vor dem Erster Bayern München haben, 22 Punkte vor dem S04, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Aber was jetzt gerade abgeht, ist einfach nur Wahnsinn. Ohne zu viel zu feiern, aber eins dürfen wir nicht vergessen, die Saison ist noch nicht zu Ende, aber den Derby-Sieg kann uns keiner mehr nehmen. Dortmund wird immer besser sein als der S04 und wir werden immer die Nummer 1 im Pott sein. Da wird sich nie was ändern. In 6 Jahren, 7 Jahren können die vielleicht einmal vor uns stehen, aber im Endeffekt wird im Pott Dortmund immer die Nummer 1 sein, definitiv. Ich wollte gerade sagen, war das nicht immer so? Steht doch da, oder? Ruhrpott, Hauptstadt Dortmund. Das 174. Revierderby geht an den BVB. Mal wieder. Die letzten 5 hat der FC Schalke zumindest nicht verloren. Nach 2015 ist es dann mal wieder soweit. Die Schmerzen einer Derby-Niederlage. Fast unbeschreiblich. Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Das ist so wie wenn dich deine Frau schlägt. Ne? Also ich würde sagen, dafür, dass wir in dieser Saison nicht gerade überragend sind, fand ich Dortmund eigentlich enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die hätten mehr machen können. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir klarer verlieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gehofft habe ich natürlich, dass wir gewinnen. Aber gut. Gibt ja immer noch wieder ein Rückspiel. Und da hoffe ich mal, dass wir dann wieder besser sind. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir momentan nach vorne gucken und mit kleinen Schritten nach vorne kommen. Ob wir da jetzt 22 Punkte hinterstehen oder nicht, Schalke muss sich wieder finden. Kopf hoch und ab nach vorne. Attacke, würde ich sagen. Natürlich bin ich Schalker. Will nicht, dass die Bayern Meister werden, nicht, dass sie Dortmund Meister werden. Aber kennst du das, ja, Pest und Cholera, schwarz und weiß, dann lieber die Bayern als die Dortmunder, ne? Klar. Aber selbst auf die hat der BVB nach wie vor 9 Punkte Vorsprung. Ein Derby-Sieg als vorläufiger Höhepunkt einer bisher erfolgreichen Saison. Ein Statement im Ruhrpott-Klassiker. Was kann es in der schwarz-gelben Welt Schöneres geben? Ja.